Ein sehr breit aufgestelltes Umweltsiegel für so ziemlich alle Produktkategorien? Ja, da gibt's was. Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir euch ein Zertifikat vorgestellt, das sich mit der Nachhaltigkeit in Bezug auf den Rohstoff Holz beschäftigt. Die Rede ist vom FSC-Zertifikat und wen es interessiert, das Video verlinken wir euch hier oben in der Infobox nochmal, da könnt ihr nochmal reinschauen. Auf jeden Fall hat unter diesem Video Pascal diesen Kommentar hinterlassen. Schönes Video, als nächstes würde ich den blauen Engel als Siegel vorschlagen. Mein lieber Pascal, erstens vielen Dank und schön, dass dir das Video gefallen hat, von solchen Kommentaren können wir wirklich nicht genug kriegen. Und zweitens, gesagt, getan, denn heute geht's um den blauen Engel. Yannick? Ja? Ist der blaue Engel eigentlich verwandt mit den gelben Engeln? Ich glaube, da hast du was verwechselt, Olli. Okay. Was genau ist jetzt eigentlich der blaue Engel? Der blaue Engel ist eine unabhängige, umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen. Er ist nicht nur, wie oft vermutet, bei umweltschonenden Papierprodukten, sondern in verschiedensten Bereichen zu finden. Schauen wir uns die Bereiche doch mal ganz kurz an. Haushalt, Elektronik, Bauen, Büro, Energie und Heizen, Garten und Freizeit und Gewerbe. Insgesamt gibt es 12.000 Produkte mit dem blauen Engel in über 1.500 Unternehmen. Produkte, die mit dem blauen Engel gekennzeichnet werden, sollen umweltfreundlicher als vergleichbare konventionelle Produkte und Dienstleistungen sein. Je nach Produkt gibt es ganz bestimmte ökologische Aspekte, auf denen der Fokus liegt. Umwelt und Gesundheit, Klima, Ressourcen und Wasser. Vier Institutionen, wie zum Beispiel das Bundesumweltamt, arbeiten mit an der Vergabe des Siegels. Ja, das ist ja alles schön und gut, Olli, aber auf was wird denn jetzt geachtet, bevor das Siegel vergeben wird? Ja, ich denke mal, das erzählst du uns jetzt, oder? Ja, okay. Komm. Der blaue Engel checkt gefühlt so gut wie alle Produktkategorien und auch einige Dienstleistungen und Zertifizierungen sollen am Ende zeigen, was die umweltfreundlichste Variante ist. Aber was heißt das jetzt genau? Wir gehen einfach mal den kompletten Lebensverlauf eines Produkts durch. Machen wir das nochmal. Machen wir das einfach. Zu Beginn sollen die Produkte aus nachhaltigem Anbau stammen und in der Verarbeitung dann möglichst sparsam verwendet werden. Ja, okay, und dann, wenn das Produkt quasi fertig ist, und dann? Ja, dann soll es vor allem energieeffizient, generell langlebig und reparaturfähig sein und zum Ende hin sich auch gut recyceln lassen. Macht Sinn. Macht Sinn. Wäre gut. Wäre richtig gut. Nebenbei soll auf Chemie und Emissionen so gut es geht verzichtet werden und die Produktqualität soll darunter auch nicht leiden. Kommen wir mal zur Praxis und nützlichen Tipps. Nehmen wir mal an, ihr wisst ganz genau, welche Art von Produkt ihr kaufen wollt. Beispielsweise Wandfarbe. Also so ein geiles Grau zum Beispiel wie hinter dir, Olli. Zum Beispiel. Okay, nice. Achtung, zuhören, was du dann machen kannst. Ja, was? Dann könnt ihr auf der Startseite in die Suchmaske diesen Begriff eintippen und bekommt dann noch konkretere Vorschläge wie zum Beispiel Innenwandfarbe. Anschließend werden euch eine ganze Reihe von Unternehmen mit dem blauen Engel aufgelistet und ihr könnt auch direkt zu deren Websites gelangen. Über die Menüleiste der einzelnen Bereiche könnt ihr auch noch nach bestimmten Produktkategorien schauen. Das kritische Auge mit im Gepäck zu haben ist nie ganz verkehrt und deswegen kommt der blaue Engel hier auch nicht drumherum. Cool ist, dass wohl kaum ein anderes Siegel so eine breite Produktvielfalt abdeckt wie der blaue Engel. Aber das bringt auch einen Nachteil mit sich. Denn laut Utopia suggeriert der blaue Engel lediglich, dass ein Produkt innerhalb einer Produktkategorie, zum Beispiel ein Fernseher gegenüber anderen Fernsehern empfehlenswert ist. Das mag bei manchem Käufer den Anschein vermitteln, dass das Produkt einfach generell toll ist, obwohl zum Beispiel viele Elektrogeräte ja an sich nicht so wirklich umweltfreundlich sind. Lässt sich festhalten, dass wenn es etwas aus einer bestimmten Produktkategorie sein soll, man mit dem Engel drauf höchstwahrscheinlich nachhaltiger fährt als ohne. Wenn ihr euch und der Umwelt etwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr eure Kaufentscheidung also in Zukunft nach dem blauen Engel orientieren. Klar, kann man nicht zu 100% umweltschonend produzieren, aber ich denke, bei Produkten mit dem blauen Engel liegt man auf jeden Fall nicht verkehrt. Für genauere Infos, wir haben euch wie immer unsere Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, Yannick. Habt euch lieb. Ciao.